Heute fahre ich den Ford Focus als Turnierversion zur Probe und um mal zu zeigen, was er so kann, gehen wir am besten direkt wieder auf die Straße. Ein Knopfdruck reicht aus, um den Motor zu starten. Wie sein Vorgänger liegt auch der neue Ford Focus durch das gut abgestimmte Fahrwerk satt auf der Straße. Doch in puncto Sicherheit hat sich beim neuen einiges getan. Ford hat beim Focus in die Vollen gegriffen und bietet mehr elektronische Helfer als jedes andere Auto weltweit, gegen Aufpreis versteht sich. Sie überwachen den toten Winkel, halten Sicherheitsabstand oder bremsen automatisch, um einen Unfall zu verhindern. Das Schilderkennungssystem beispielsweise kann über die Frontkamera am Straßenrand stehende runde Verkehrsschilder erkennen und bildet diese im Multifunktionsdisplay der Instrumententafel ab. Der Testwagen wird von einem 1,6 Liter Dieselmotor angetrieben. Der 85 kW starke Diesel ist sparsam, Normverbrauch nur 4,2 Liter. Aber das gehört sich mittlerweile in dieser Klasse auch so. 2012 bringt Ford neben einer bärenstarken 185 kW ST-Sportversion auch eine elektrisch angetriebene Variante auf den Markt. 160 Kilometer Distanz sollen dann mit dem Elektrofokus bewältigt werden können. Der Ford Focus Turnier in der Titanium-Ausstattung weiß durchaus zu überzeugen. Jetzt bleibt abzuwarten, wie die ST-Version wird und die Elektro-Version.